Nicht über uns, ohne uns. Das ist die zentrale Forderung von Aktivistinnen und Aktivisten mit Behinderungen. Sie engagieren sich gesellschaftlich und politisch, im Großen und im Kleinen. Und sie kamen in diesem Jahr auf der Reha-Care zu einem Get-Together zusammen. Jetzt wird es endlich mal Zeit, dass Betroffene sich selbst zu Wort äußern. Ich finde Aktivismus und Empowerment wichtig, weil sonst ändert sich nichts in der Gesellschaft, in unserer Situation. Es ist total wichtig, dass wir viel mehr Meinung in die Gesellschaft bringen. Dass wir nicht nur die polarisierenden Meinungen hören, sondern auch alle Meinungen. Und das Gesellschaftsbild kann nur für alle gemacht sein, wenn auch alle Menschen gesprochen haben. Guter Aktivismus bedeutet für mich, dass man dabei einfach offen und ehrlich ist und genau das auf den Punkt bringt, was einen stört in unserer Gesellschaft und was uns fehlt. Ich finde schon auch wichtig, einfach zu zeigen, hey, nee, wir sind damit nicht einverstanden oder wir wollen genauso viel Gehalt am Ende des Monats übrig haben, wie jeder andere auch. Ja, unser Aktivismus muss vor allem provokativ sein, muss provozieren und zum Nachdenken anregen. Für mich bedeutet Aktivismus erstmal generell, dass Menschen aktiv sind. Das kann sein, dass sie in der Politik aktiv sind, das kann sein, dass sie auf Twitter, auf Facebook, auf Missstände aufmerksam machen, aber im Vordergrund steht, dass sie für Veränderung sind. Man muss nicht unbedingt aktivistisch sein, nur weil man einer Minderheit angehört. Und alle oder an alle, die aktivistisch unterwegs sein wollen, denen würde ich raten, informiert euch über eure eigene, ich sag mal, Diskriminierungsgruppe und verstehe deine eigenen Rechte und verstehe deine eigene Ausgangslage. Hartnäckigkeit, Engagement, dranbleiben, andere dafür gewinnen, andere sensibilisieren, das wären die wichtigen Punkte, glaube ich, um ein erfolgreicher Aktivist zu sein. Ich glaube, super wichtig ist, sich zu vernetzen. Es ist super gut, immer auch über andere Tellerränder zu gucken. Und ich glaube, es gibt ganz viele Synergien. Bildet Banden, seid frech, lasst euch von Hierarchien, von Strukturen nicht sagen, was ihr dürft und was ihr nicht dürft. Macht zivilen Ungehorsam. Ihr müsst nicht gleich Straftaten begehen, um gehört zu werden. Es gibt noch viel witzigere, subtilere Formen des Protests. Und auch welche, die irritieren können.